Mein heißgeliebter Göttergatte hat am Sonntag Geburtstag und ich habe kein Geschenk. Ja, mit Dom günne nicht süßen. Dom günne nicht süßen. Kannst du dabei den neuen Lippschüsse machen gehen? Wie viel Oder mich? Oder? Var mı kulağımın dibinde be? Ich bin hier gerade am Wäsche falten. Dudi, was ist denn? Und ich merke, dass Hamdas Sachen mal wieder fast alle zu klein sind. Und ich glaube, ich müsste was online bestellen. Ich habe euch ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich kein Auto mehr habe. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich da hinkommen soll. Ohne Auto. Metro fährt da nicht hin. Zu Fuß ist es zu weit. Auf Bus habe ich auch keine Lust, weil es halt nicht, weil das immer, die Busse immer so überfüllt sind. Taxi. Habe ich auch keine Lust, jetzt so viel Geld dafür auszugeben. Da bleibt mir doch nur ein. Online bestellen. Sag mal. Gott, hau mir ab mit den Scheißhemden, echt. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich bügel die nicht mehr. Weil mein Mann ist ein absoluter Hemdenfreak. Ein absoluter, er trägt am liebsten nur Hemden. Und dann kauft er sich auch noch meistens solche Hemden, die sich so scheiße bügeln lassen, wo ich dann einfach denke, ey Schatz, sorry, aber ich habe echt keine Zeit dafür, deine 100 Hemden jeden Tag zu bügeln. Und was macht Ebru? Ding! Ich habe jetzt eine Firma beauftragt, der Kosten, jetzt haltet euch fest, das ist so ein Schnäppchen, 15 Hemden bügeln, die holen das auch noch von zu Hause ab und bringen es dann frisch gebügelt, eingepackt mit Bügeln wieder nach Hause. 15 Stück für 10 Euro. Meinte ich, stelle mich da noch hin und bügel dann seine scheiß Hemden? Ganz bestimmt nicht. Weil ich brauche dann immer so für ein Hemd dann schon mal meine 10 Minuten, 2,5 Stunden. Gebe ich mir nicht, sorry. Ich wollte euch übrigens nochmal einen Sockenfalttrick zeigen. Okay. Und zwar geht der so. Also normalerweise hat man ja die Socken immer so übereinander und dann macht man die so komisch. So. Da nimmst du die aber anders auseinander. Ich zeige es euch jetzt einmal. Dann faltest du die so. Also das ist jetzt hier der Ferse. Und dann machst du das so übereinander. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Ja, mit einer Hand ist es jetzt scheiße. So ein Quadrat sozusagen. Und er sieht dann halt auch direkt, welche Socke das ist. Ja, sieht halt ordentlicher aus, ne? Gerade ich, der Ordnungsfreak, ne? So, wir sind jetzt hier im Park angekommen. Männer telefoniert hier jetzt noch ein bisschen und ich warte auf meine Schwägerin und auf die Kleine, dass die hier ein bisschen so im Park auf dem Grün oder so ein bisschen spielen können. Mein Mann war wieder nur am Rumnörgeln, dass ich doch immer zu lange brauche für alles. Pustekuchen, ey. Ich brauche für mein Make-up nur 6 Minuten und Leute, glaubt mir, alles liegt dann an meinem Make-up. Wenn wir zu spät sind, ist es immer mein Make-up, ne? Nicht seine Sachen, ne? Nö, ist immer mein Make-up. Wir haben es hier ein bisschen chillig gemacht. Oh Gott, die Sonne scheint so chillig. Ja, Türkisch-Style. Picknick. Güzel Türkiye'min güzel şehrindeyiz. Gördüğünüz gibi çocuklar parklarda eğleniyorlar. Anneleri onları boş bırakmıyorlar. Haber sundum, haber. Haberlik bir durum yok. Haber spikerleri öyle yapıyor ya. Ha, die Schuhe. Zwei Nummern zu groß noch. Tutti. Ja, wir haben uns jetzt wieder ein bisschen umgezogen in die Sonne gesetzt. Tami ist Lahmacun holen gegangen. Wir haben leider so ein bisschen Hunger. Ah, lecker! Abo! So, Hamza und Sami sind jetzt eine Runde rutschen. Ich weiß, er ist zwar noch klein dafür, aber egal. Ich habe letztens so einen kleinen Artikel gelesen darüber, dass wenn eine Mutter mit dem Kinderwagen über die Straße geht, dann ist das ganz stinknormales. Aber wenn dein Vater mit dem Kind spazieren geht, dann ist er so, oh, guck mal, er geht mit dem Kind spazieren, oh, was für ein liebevoller Vater.
wenn die Mutter auf dem Spielplatz ist, stinkt normal. Aber wenn der Vater mit dem Kind auf dem Spielplatz ist, so, oh, guck mal, der Vater ist mit seinem Kind auf dem Spielplatz. Ach, oh, was für ein liebevoller Vater. Im Restaurant, Mutter füttert das Kind, kein Interessiertes. Vater füttert das Kind und alle sind, oh, guck mal, er füttert sein Kind. Was für ein liebevoller Vater. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich denke, das ist eigentlich das, wie es eigentlich sein sollte, weil wenn du die Mutter bist, ist er der Vater, kann sich meiner Meinung nach genauso gut um das Kind kümmern, als wie nur ständig die Mutter. Und deswegen finde ich das jetzt nichts, wo ich jetzt sagen muss, bravo, echt Hut ab, dass du das machst, weil ich sehe das eigentlich als selbstverständlich an, weil es ja auch sein Kind ist. Sicherlich gibt es auch Väter, die absolut keinen Bock haben, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Aber dann frage ich mich, warum hast du es denn gemacht? Woran liegt es dann wohl, dass andere Väter vielleicht kein Interesse an den Kindern haben oder sagen, oh, fütter du das doch. Vielleicht denke ich auch einfach zu weit, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Also warum werden denn immer nur die Väter für irgendwas gelobt, was wir 24/7 machen, also. Naja. Auf jeden Fall sind die jetzt rutschen. Wir haben ein bisschen gegessen und ich denke mal, wir werden dann auch gleich wieder nach Hause gehen. Sami hat morgen Geburtstag. Jetzt muss ich ihm noch Kuchen backen und da wollte ich ihm noch Kuchenmeise mehr kaufen. Ich mache ihm eine Kokosnusstorte und da muss ich jetzt noch ein paar Sachen dafür kaufen, damit ich das morgen machen kann. Er wird 29. Oh mein Gott. Ja, ja, er ist jünger als ich. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich bin 3 Jahre älter als er. Oh mein Gott, voll die alte Frau. So, oh, dann wollen wir mal gucken. Schock. Canım şey çekti. Bir tane eti karam. Yok mu burada? Ne? Eti karam. Şurada. Eti karam. Oh mein Gott, das ist mein Lieblings. Da muss ich jetzt einen haben. Dann nehme ich hier einen für die Torte, einen den und einen den. Das ist die beste Sahne, die ähnelt der aus Deutschland am meisten, finde ich. Weißt du was? Dann nehme ich gleich mal 2. Aha. Dann wird die am besten. Männer hat ja heute Geburtstag. Ich hatte ja gestern schon ein paar Sachen gekauft. Das hatte ich euch ja gezeigt. Und jetzt bin ich hier schon fleißig am Backen. Oh, sieht das nicht geil aus? Möchtest du auch was naschen? Nein, du hast gerade gefrühstückt, mein Schatz. Creme ist fertig. Kuchen backt. Warum sind meine Hände gerade so schwarz? Ah. Von diesem Ding, ne? Egal. Schatz, sie schläft noch. Wir waren ja gestern im Park und gestern wollte ich ihm eigentlich sein Geschenk holen. Wir haben hier um die Ecke so einen Pralinenladen und ich wollte ihm ja Pralinen holen und da drauf wollte ich was schreiben lassen. Nun konnte ich das gestern nicht holen, weil er gestern ausnahmsweise mal samstags zu Hause war, obwohl er immer samstags nicht zu Hause ist. Jetzt habe ich nichts für ihn. Er hat auch zu mir gesagt, wehe, du kaufst mir was. Wehe, er mag sowas ja gar nicht. Er mag das auch gar nicht, dass wir heute überhaupt Geburtstag feiern. Naja, muss er halt durch. Also ich habe kein Geschenk für ihn. Ich backe ihm jetzt gerade einen Kuchen. Scheiße. Weiß nicht, irgendwie fühle ich mich immer so schlecht, wenn ich da nichts habe, ne? Oh, sieht der nicht gut aus? Frisch aus dem Ofen. Der muss jetzt abkühlen natürlich, dann wird das Ganze noch getränkt, dann kommt da die Schicht drauf, dann kommt da noch eine Garnage drauf. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, obwohl das relativ schnell geht. Jetzt wollt ihr bestimmt das Rezept haben. Ich bin mal wieder stärker überlegen, ob ich das für Backo abdrehe. Aber das Problem ist nur, dass man dafür dieses Zeugs braucht. Creme Chantilly, ich weiß nicht mehr, ob es das in Deutschland gibt, beziehungsweise das würdet ihr halt nur beim Türken bekommen. Vielleicht könnt ihr das ja einfach mit irgendwas anderem ersetzen. Und irgendwie habe ich jetzt noch Bock, irgendwelche Kekse zu backen. So richtig Cookies, so Schoko-Cookies. So, Menne ist jetzt aufgewacht. Ich mache jetzt Eier mit dem hier. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen, was ist das denn Ekliges? Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch ist. Pökelfleisch oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das jetzt ein bisschen so klein geschnitten. Dann kommt das in die Pfanne mit ein bisschen Eier und dann
So, das ist jetzt fertig und das können wir jetzt essen. So, ich mache hier gerade noch die Chocolate Chips Kekse. Ich hatte noch so eine Drops zu Hause, deswegen, ja. Da habe ich jetzt 6 Stück einfach auf einem Blech verteilt. Mal gucken, wie die werden. Er wird dumm, genügend Jojo, dass ich dir das im Kern in der Beginn. Oh no! Hast du Schluck auf, mein Schatz? So. Wecker stellen. Ich habe mir noch einen Früchtetee gemacht, wo Sami gerade meinte, Bunne. Die sind das ja gar nicht gewohnt, ne? So, das ist die erste Partie Cookies. Ich glaube, die sind ein bisschen zu groß geworden, weil die sind noch voll so weich. Aber ich glaube, das wird noch hart. Ich habe jetzt die zweite Partie so ein bisschen kleiner gemacht und da warten wir jetzt auch nochmal drauf. Schmeckt eigentlich ganz gut. Man schmeckt auch Salz draus. Das finde ich immer ganz lecker. Wenn es nicht nur süß, sondern auch ein bisschen salzig ist. Ich sehe, das ist schon 2, ich muss mich jetzt fertig machen. Ich will den Buschen hier, du Chef. Die schmeiße ich mir. Ich will den Sacker nochmal. Hatte Gideorus. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Hatte ich lieber Bock. Du. Sami! Kaç yaşına girdin Sami'cim? 73. Hadi bakalım. Pardon, ben kestim de unuttum. Kesmeye başladım. Dedim de niye buraya böyle geldin? Evet, maalesef. Kusura bakma. Sana diyorum, sana. Hör de ne yapacağız? İbrahim Şef. Afiyet olsun. So, wieder zu Hause angekommen, next day. Wie geht's irgendwie? Also ich bin der absolute Türkisch-Mokka-Trinker und der Teetrinker. Bis zum letzten Tropfen. So, Geburtstag ist gut überstanden. Sami hat sich gestern noch bei mir schön bedankt, dass ich ihm kein Geschenk gekauft habe und dass ich ja auf ihn gehört habe. Ist das jetzt im Ernst? Anscheinend wohl. Ich glaube, ich habe jetzt schon genug Material zusammen. Ich glaube, ich würde jetzt das Video beenden und dann würde ich mich freuen auf nächste Woche. Und ihr dürft hier meine letzten Videos angucken und natürlich dürft ihr mich auch abonnieren. Da würde ich mich besonders darüber freuen. Und natürlich, wenn ihr mir was Nettes hinterlasst, freue ich mich auch immer ganz doll. Bis zum nächsten Mitvlog. Tschüss.